was ich diesen Monat alles achieved habe. Ich möchte schon gucken, dass ich mir realistische Ziele setze. Ist mein neues Lieblingsbuch. Februar und es bedeutet nicht nur, dass diesen Monat Valentinstag ist und alles rosa sein wird und mit Herzchen, sondern es wird auch mein Geburtstag sein und ich freue mich so sehr. Ich liebe den Monat, ich liebe den Februar, ich bin ehrlich. Übrigens, Leute, wie kann es sein, dass ich so viele Kuscheltiere habe und immer noch kein Squishmallow? Ich wünsche mir ein Squishmallow zum Geburtstag, ich bin ehrlich. Ich brauche endlich eins. Ich wünsche mir schon seit 2 Jahren oder so ein Squishmallow. Naja. Anyways, wie geht's euch, meine Lieben? Ich hoffe, ihr seid gut in den Februar gestartet. Ich muss sagen, ich liebe ja meine Reset-Videos. Ich liebe generell Monats-Resets. Ich liebe Sunday-Resets. Ich liebe einfach Resets. Ich muss auch wirklich sagen, diese ganzen Routinen, die ich mir aufgebaut habe, auch um Monats-Reset, haben mir so sehr geholfen. Mir ist nämlich erst vor ein paar Tagen wieder aufgefallen. Ich habe früher ständig Sachen vergessen. Ich habe ständig vergessen, Sachen sauber zu machen, auszutauschen, was auch immer. Und seitdem ich meine Monats-Reset-Sachen habe, denke ich einfach an alles. Zum Beispiel Kontaktlinsen wechseln am 1. Okay, heute ist der 2. Gestern zählte noch nicht. Gestern zählte noch nicht, weil ich hatte gestern einen sehr busy Tag. Aber am 1. wird die Kontaktlinse gewechselt, der Wasserfilter für die Katzen gewechselt, etc. pp. You know the deal. Deswegen, das macht mich sehr, sehr happy. Es steht tatsächlich von Wohnungsputzen, glaube ich, gar nicht so viel an. Ich glaube, ich habe ein paar Sachen aus unserer WG-App ein bisschen zu lange ignoriert. Vielleicht mache ich die heute. Okay, irgendwie ist unser ganzer Putzplan komplett random. Zumindest beginnen wir jetzt mit dem spaßigsten Teil. Und zwar dem Bullet Journal Setup. Ich habe das alles schon vorgefilmt, weil ich das Setup schon natürlich vor dem Februar fertig haben muss. Genießt mein Vergangenheits-Ich, wie es euch mein wunderschönes Februar-Setup zeigt. Thank you.
habe mein Vision Board für Februar fertig und ich bin so obsessed. Ich liebe es komplett. Es ist genau der rosa Vibe, den ich haben möchte und den ich brauche in meinem Leben. Es dreht sich halt alles um Valentinstag und meinen Geburtstag. Pisces, Baby. Und ich möchte meinen Geburtstag und auch den Valentinstag dieses Jahr sehr romantisieren und schön haben. Und ich glaube, ich brauche so eine Herzchentorte. Ich habe die jetzt dreimal in diesen Bildern drin. Ich liebe es komplett. Es ist so süß geworden. Und um jetzt mein Bullet Journal Setup fertig zu machen, bespreche ich noch die Habits, die ich diesen Monat tracken möchte mit euch und trage sie ein. Ich habe mir vorhin schon aufgeschrieben, was ich tracken möchte, weil ich mir ein bisschen Gedanken machen musste. Weil einige Sachen sind halt einfach schon eine Gewohnheit und es bringt nichts, sie zu tracken. Also zum Beispiel Wasser trinken oder lesen. Das ist halt mittlerweile schon so integriert. Es wäre langweilig, das zu tracken oder wäre halt so, wäre einfach zu einfach. Ja, deswegen. Das erste Habit, was ich tracken möchte, und ich dachte erst, dass ich separat mache, aber ich möchte jetzt alles in einem machen, ist Sport. Und darunter zähle ich Gym, Pole und Yoga. Also wenn ich an einem Tag in einem von den dreien war, dann wird es abgehakt. Ich plane nämlich eigentlich nur 2 Off-Days in der Woche. Ich möchte 3-mal ins Gym gehen, 2-mal zum Pole und noch zum Yoga 1-mal. Das zweite Habit, was ich auch schon jetzt länger tracke und auch immer noch tracken möchte, ist meditieren, weil ich meditiere nicht jeden Tag, aber immer wenn ich es mache, es tut gut, es ist schön, es hilft einfach präsent zu sein und deswegen Meditation wird weiter getrackt, bis es drin sitzt und bis ich es jeden Tag mache. Dann möchte ich wieder tracken, dass ich mich gesund ernähre und ich mache es ein bisschen nach Gefühl. Also wenn ich jetzt den ganzen Tag über clean esse und dann ein Stück Schokolade oder sowas, dann zählt das immer noch für mich als ein erfolgreicher Tag, weil ich trotzdem noch gesund gegessen habe. Wenn ich aber irgendwie mittags eine Pizza und abends Nudeln mit Pesto esse, dann ist das kein Tag, an dem ich mich gesund ernährt habe. Wisst ihr, was ich meine? Also, kommt mal drauf an. Balance ist wichtig und ich ernähre mich auch definitiv nicht 100% clean, aber ich möchte es einfach nach meinem Gefühl tracken. Dann möchte ich immer noch tracken, YouTube zu machen. Werde jetzt aber noch mit reinnehmen, dass ich auch Reels tracke, beziehungsweise YouTube und Reels. Also, wenn ich an einem Tag etwas für eins von beiden gemacht habe, dann wird es abgehakt, weil ich wieder mehr Shortform-Content hochladen möchte, weil das einfach so das Einzige ist, wodurch man wirklich wächst auf Social Media zurzeit. Deswegen YouTube or Reels. Dann eine Sache, die ich auch schon seit Monaten tracke und was auch immer noch wichtig ist, um irgendwie im Gehirn zu bleiben, dass ich das jeden Tag angucke und abhake, ist Screentime unter 3 Stunden, weil ich hänge manchmal einfach so unnötig lang am Handy und aktualisiere jede App 1000 Mal. Oh, wie viele Likes hat sie jetzt? Oh, wie viele Views hat das Video jetzt? Nein, we don't want this energy. Screentime unter 3 Stunden wird getrackt. Und das letzte Habit, was ich tracken möchte, ist No Spend, beziehungsweise ich versuche einfach so wenig wie möglich Geld auszugeben. Ich habe eine ganze Excel-Tabelle, wo meine ganzen Einkommen und meine ganzen Fixausgaben drin sind und alles, was nicht zu diesen Fixausgaben zählt, tracke ich diesen Monat. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, aber ich habe hier einen Spending-Tracker und an den Tagen, wo ich halt eben Geld ausgegeben habe für unnötige Sachen oder halt Sachen, die nicht zur Fixausgabe gehören, habe ich das Habit auch nicht eingehalten. Also, und damit stehen die 6 Habits, die ich diesen Monat tracken möchte, fest. Tada! Ich freue mich unglaublich. Ich habe auch richtig Bock, das Spending zu tracken, weil ich gebe schon oft auch einfach unnötig viel Geld aus. Oder halt zu viel hintereinander, zu viel auf einmal, ohne dass ich es merke. Deswegen wird das jetzt getrackt. Leute, ich war heute schon so produktiv. Es ist unfassbar. Ich habe das alles nicht mitgefilmt, weil ich einfach wirklich durchgehasselt habe. Aber ich habe To-Dos abgearbeitet, die ich schon seit Monaten habe. Oder so Sachen, wo ich sage seit Monaten, ja, das mache ich irgendwann. I did it today. I did it. Und ich glaube, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um meine Pläne für diesen Monat festzusetzen, weil ich gerade so motiviert bin und so Bock habe und es ein guter Zeitpunkt ist, die Pläne festzulegen. Ich versuche immer mal wieder neue Winkel zu finden, aus denen ich filmen kann. Stört mich ein bisschen, dass man meine Koffer im Hintergrund sieht, aber mein Vision Board ist dafür süß. Ist das verziehen? Ist das okay? Ist der Winkel okay? Aber bevor es an die Pläne geht, müssen wir uns natürlich erstmal den Monat davor anschauen. Und meine Pläne, die ich letzten Monat gemacht habe. Hier sind sie. Schauen wir doch mal. Ein YouTube-Video die Woche habe ich mir vorgenommen. Das habe ich eingehalten. Es war am Ende knapp, weil ich überunzufrieden mit dem letzten Video war. Und ich kurz überlegt hatte, ob ich es nicht hochlade. Dann dachte ich mir aber, komm, ich lade es trotzdem hoch. Einfach, um es getan zu haben, damit es oben ist. Zweiter Plan war jährlicher Tierarzt-Checkup. Und zu meiner Schande muss ich wirklich sagen, dass ich es nicht geschafft habe. Aber jetzt im Februar werde ich es machen. Dann habe ich mir vorgenommen, 3-mal die Woche Pole Dance zu machen. Und Leute, das war komplett unrealistisch. Ich habe es nicht ansatzweise geschafft. Also ich hatte auch immer so Muskelkater, dass ich dann halt auch gar
gar nicht noch was machen konnte. Teilweise war ich nur an 3 Tagen in der Woche zu Hause und ich kann einfach nicht jeden Tag Pole Dance machen. So, das war ein kleiner Reinfall auf jeden Fall. Aber dafür habe ich angefangen, ins Gym zu gehen. Dazu kommen wir auch gleich noch, zu meinen Plänen für diesen Monat, was Sport angeht. Aber, also das war ein Reinfall, aber ich habe dafür halt einen neuen Sport wieder angefangen. Deswegen ist es okay. Der nächste Plan war 4 Bücher lesen und yes, I did it. Ich habe 4 Bücher gelesen. Zu denen kommen wir später natürlich auch noch, zu meinen Book Reviews und den Büchern, die ich in Februar lesen möchte. Und das Motto von Januar war für mich einfach, dass ich zurück in die Routinen komme und ja, mir wieder neue Routinen aufbaue oder halt einfach wieder zurück da reinkomme. Und das habe ich so geschafft. Also allein jetzt auch mit dem Gym und den Routinen dadurch, dass ich jetzt auch früher aufstehe und sowas. Chocolat. Also 3 von 5 Pläne habe ich erreicht. Ist auch eine ganz gute Quote, oder nicht? Meine Achievement-Liste habe ich auch gefüllt. Was ich diesen Monat alles achieved habe. Mein erstes Achievement war, dass mein erstes Video in 2024 echt viele Aufrufe hatte und ich war super happy damit. Mein Januar-Reset, tolles Video, hatte super viele Aufrufe, hat mich mega happy gemacht. Dann habe ich aufgeschrieben, dass ich Spinning-Moves geschafft habe, also an der Pole, und schönere Füße hatte. Ich habe total Probleme damit, Füße zu pointen und ich habe aber das Gefühl, dass ich Fortschritte mache. Dann habe ich Flap gestreichelt. Flap war ein fremder Golden Retriever in einem Café, in dem ich saß. Und Leute, ich hatte früher wirklich die größte Phobie vor Hunden. Ich habe immer die Straßenseite gewechselt, wenn ich einen Hund gesehen habe. Und es war egal, was das für ein Hund war. Ob der groß war, ob der klein war, ob der süß aussah. Egal. Ich habe immer die Straßenseite gewechselt, weil ich so große Angst vor Hunden hatte. Und dass ich jetzt in einem Café eine fremde Person erstmal, also auch meine Sozialphobie ist shaking, dass ich es schaffe, eine fremde Person zu fragen, hey, darf ich ihren Hund streicheln? Und dann diesen Hund streichel, weil ich den so süß finde und es gerne mache. Das ist ein Riesen-Achievement für mich, wirklich. Und dann habe ich noch aufgeschrieben, dass ich 4 Bücher beendet habe. Am 27.01. habe ich das nämlich schon geschafft. Und 5 Kilometer Lauf beim ersten Gym-Besuch geschafft. Power. Das waren meine Achievements. Fällt mir noch irgendwas ein? Nein, aber mir fällt das erste für Februar ein. Das schreibe ich jetzt direkt auf. So, und jetzt, wo wir den Januar hinter uns gelassen haben, blicken wir natürlich auf den Februar. Ich möchte schon gucken, dass ich mir realistische Ziele setze. Ich glaube, ich habe auch bei den Januarzielen gedacht, dass sie realistisch sind, aber leider habe ich halt irgendwie das ein bisschen unterschätzt. Und deswegen mache ich das diesmal ein bisschen... Ich will mich auch challengen, so ist es nicht. Ich möchte halt aber auch nicht demotiviert sein, weil ich einfach merke, so, okay, es ist halt unmöglich, was ich mir vorgenommen habe. Deswegen, eine Sache, die ich gerne machen möchte, inspiriert von meinem wunderschönen Vision Board für diesen Monat, sind diese Kekse backen. Ich möchte so Valentinstagskekse backen und it's the small things. Es ist einfach ein süßes To-Do und ich möchte jetzt so meine Pläne auch so mit so einer Bucketlist quasi vereinen, also dass ich quasi nicht nur mir Ziele setze von wegen, ich will 50.000 Mal zum Sport gehen die Woche, sondern dass ich auch sage, hey, ich mache das auch zu einer Bucketlist, wo ich auch einfach schöne Dinge mit draufschreibe, die mich glücklich machen und den Monat romantisieren. Dann möchte ich gerne, wie gerade erwähnt, mit dem Gym habe ich paar Pläne, Ziele. Und zwar ist mein Plan gerade, dass ich 3-mal in der Woche zum Gym gehe, dann 1-mal die Woche zum Pole Dance und 1-mal die Woche zum Stretching-Kurs gehe. Das heißt, ich würde 5-mal die Woche zum Sport gehen. Das ist so mein Sportziel und ich habe auf jeden Fall Bock. Ich habe übrigens auch für Sonntag mir meinen ersten Yoga-Kurs gebucht in einem neuen Yoga-Studio und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das möchte ich aber nicht regelmäßig machen, sondern immer nur dann, wenn ich wirklich Lust drauf habe oder wenn ich gerade denke, oh, ich fühle mich angespannt und möchte mich entspannen, dann möchte ich mich bei Yoga-Kursen anmelden. Aber nicht regelmäßig, weil es auch einfach den Rahmen sprengen würde erstens. Und zweitens habe ich eh keinen Vertrag, sondern so eine 10er-Karte und kann einfach selber entscheiden, wann ich hingehe. Dann, Leute, möchte ich gerne meinen ersten UGC-Deal im Februar haben. Ich habe mich gerade, das ist nämlich, was ich heute so durchgehasselt habe, ich habe ein Video gemacht, ein Beispielvideo. Ich habe mich bei 3 Plattformen angemeldet und ich möchte... anfangen jetzt endlich und hoffe, dass ich diesen Monat meinen ersten Deal bekomme. Und ich möchte meinen Geburtstag planen. Und da gibt es so ein paar Unterpunkte. Zum einen möchte ich natürlich eine Feier planen hier zu Hause. Dann hätte ich gerne ein kleines Krönchen, mit dem ich an meinem Geburtstag essen gehen kann. Und ich hätte so gerne so eine Herzchentorte, wie ich sie auch hier habe. Und da. Und ich glaube, das sind meine Pläne für Februar. Ich will mir, wie gesagt, keine großen Ziele setzen, die ich nicht einhalten kann. Zum Beispiel möchte ich mir dieses Mal auch keine Buchanzahl setzen, die ich lesen muss, weil ich gerade ein sehr dickes Buch lese und ich da einfach froh bin, wenn ich sowieso durchkomme. Aber das sind die Pläne und ich bin excited! Thank you.
So, mein Lieben. Nach meiner kurzen Mittagsessens- und Lesenspause war ich jetzt auch noch beim Sport. Ich blende euch hier mal kurz ein, was für eine tolle Choreo wir heute gemacht haben. Auf meinem Instagram seht ihr mehr davon. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingspart der Reset-Videos. Und zwar zur Büchersektion. Ich habe im Januar, wie ich schon vorhin gesagt habe, 4 Bücher gelesen. Die waren alle anders gerated. Normalerweise habe ich halt viele 3-Stars, also so durchschnittlich halt. Oder halt 4-Stars. Aber es war diesmal weder ein 3-Star noch ein 4-Star-Read dabei. Und ich habe 4 Bücher, die verschieden gerated worden sind. Was sagt uns das? Dass es spannend bleibt. Fangen wir an. Das erste Buch, was ich diesen Monat gelesen habe, ich auf Kindle Unlimited gelesen. Und zwar war das King of Greed. Und Leute, wirklich, dieses Buch war so gut, meiner Meinung nach. Wirklich, ich liebe Anna Huang Bücher. Ich habe noch nicht die Twisted-Reihe gelesen, aber ich liebe die King of Sins-Reihe. Das erste Buch fand ich also okay. Das zweite Buch, King of Pride, hatte ich 5 Sterne bewertet. Und King of Greed, straight up wieder 5 Sterne. Es ist ein Second-Chance-Romance. Es geht um Alessandra und Dominic. Und die beiden sind schon lange verheiratet. Das ist deren 10-Jahres-Jubiläum sogar schon. Und er ist aber halt nur am Arbeiten, deswegen auch King of Greed, weil er immer mehr Geld möchte und sie fühlt sich vernachlässigt, möchte sich von ihm trennen. Es ist einfach so eine süße Geschichte, wirklich. Ich habe so mitgefühlt. Ich fand es einfach so schön zu sehen, wie sie wieder zueinander gefunden haben. Es war total süß und emotional geschrieben und ich liebe auch einfach die Welt von King of Greed. Da kommen wir nämlich gleich nochmal drauf. Ich finde das Worldbuilding super. Ich finde die Charaktere super. Ich finde super, wie sie miteinander verknüpft sind. Ich finde auch super, dass es so verschiedene Szenerien einfach gibt. Also ja, es gab einen einzigen Plot in diesem Buch, den ich ein bisschen weird fand oder beziehungsweise ein bisschen weird aufgelöst am Ende. Und zwar, an alle, die es gelesen haben, ihr wisst, was ich meine, aber die ganze Sache mit dem Bruder, naja, aber ansonsten fand ich das Buch super und dieser Plot hat mich jetzt auch nicht davon irgendwie abgehalten, dass ich das irgendwie schlechter bewertet hätte oder sowas. Absolute Empfehlung von mir, die King of Sins Reihe, falls ihr auf Billionaire Romances steht. 5 Sterne. Das zweite Buch, was ich diesen Monat gelesen habe, habe ich physical gelesen und zwar war das Wildfire. Es fühlt sich gerade irgendwie total komisch an, so ein dünnes Buch in der Hand zu haben. Ich habe das auch annotiert und Leute, ich bin obsessed damit, mir Buchtabs rauszusuchen, die zum Cover passen. Mich hat nämlich auch jemand gefragt, ob ich etwas zum Annotieren erzählen kann und sehr gerne. Ich mache das Ganze immer so, ich suche mir so 4 Farben raus, die halt zum Buchcover passen, for the aesthetic reason. Und dann klebe ich diese 4 vorne einmal rein und schreibe daneben, für was sie stehen. Wenn ich ein Buch noch nicht gelesen habe, weiß ich natürlich auch noch nicht so ganz, in welche Richtung es geht. Deswegen versuche ich immer so gut es geht zu guessen, was ich tabben möchte. Oder ich lasse noch was offen und mache das dann im Verlauf. Zum Beispiel habe ich hier einmal Russ und Aurora. Das sind die beiden Hauptcharaktere. Die haben jeweils eine eigene Farbe. Dann habe ich Spicy Scenes, die ich tabben wollte. Und Funny Scenes. Weil die Bücher von Hannah Grace sind schon sehr lustig zum Teil und halt eben auch sehr spicy. Und die beiden nehme ich so ein bisschen für, wenn Russ jetzt zum Beispiel was Süßes gemacht hat oder wenn Aurora was Süßes gemacht hat oder wenn einfach irgendein Character-Trait oder irgendwas, keine Ahnung, was sie sagen, ich gut finde, dann wird das so getappt. Zum Beispiel haben wir hier einen Tab mit dem Russ und hier steht, I'm watching you go in, so you don't have to watch me leave. Und ich unterstreiche dann auch die Lines, die ich quasi tappen möchte und manchmal, so wie hier, male ich auch noch kleine Herzchen daneben oder sowas. So viel dazu. Dieses Buch kriegt von mir 2 Sterne. Ich fand es im Vergleich zu Icebreaker unfassbar schlecht geschrieben. Es war irgendwie teilweise auch so verwirrend. Es ist ja auch so ein Buch, welches aus 2 Perspektiven geschrieben ist. Ich habe teilweise beim Lesen vergessen, aus welcher Perspektive ich gerade lese. Und das ist mir noch nie passiert. Das ist so ein intuitives Ding eigentlich, weil die Charaktere sich ja so unterscheiden und so anders handeln und sprechen und so weiter und so fort, dass man eigentlich immer weiß, wer gerade dran ist. Aber in diesem Buch habe ich es einfach regelmäßig vergessen. Und ich fand es so indifferent geschrieben, die beiden Charaktere. Ich fand auch, dass die beiden nicht so Tiefe haben mit ihrem Charakter und genau deswegen halt das auch irgendwie so, ja, man das vergessen konnte, wer gerade dran ist. Spicy-Szenen waren hier deutlich weniger als in Icebreaker, was ja erstmal nichts Schlechtes ist. Fand ich okay, fand ich auf jeden Fall besser, aber ich fand es halt super langweilig. In dem Buch geht es halt um die beiden hier. Die haben halt einen One-Night-Stand und am nächsten Tag fahren sie beide ins Camp, wo sie als Aufpasser arbeiten. Sie wissen aber nicht davon, dass sie da 6 Wochen miteinander verbringen werden. Oder sind es 10 Wochen? Und sie sind halt beide dort und müssen halt diese ganzen Wochen miteinander verbringen und sie hatten halt was miteinander. Aber es gibt natürlich die Regel, dass Mitarbeiter untereinander nichts miteinander haben dürfen während des Camps. Ist es so ein bisschen forbidden? Aber es ist halt irgendwie einfach nicht so spannend.
ich fand es einfach ein bisschen langweilig, dass sie halt nur im Camp sind. Und ich fand Icebreaker besser und ich fand Icebreaker schon nicht so gut, ne? Aber ich fand Icebreaker noch besser als das hier. Und sie haben beide extreme Daddy-Issues. Just saying. Ich gehe jetzt mal in der Reihenfolge, wie ich die Bücher beendet habe, weil ich habe zwei Bücher parallel gelesen. Und Leute, das nächste Buch, was ich euch jetzt präsentiere, Magnolia Parks, ist mein neues Lieblingsbuch mit Abstand. Ich habe dem Buch 6 Sterne gegeben. Ich habe von Magnolia Parks viel schon gehört. Vor allem, dass es Gossip Girl in London sein soll. Und Leute, oh mein Gott, ich liebe Gossip Girl. Und dieses Buch war so schön. Es ist schön geschrieben. Das Beziehungsmuster der beiden in dem Buch. Es geht nämlich um einmal Magnolia Parks und BJ Ballantyne. Und dieses Beziehungsmuster hat mich so sehr auch an eine Ex-Beziehung von mir erinnert. Und deswegen konnte ich so gut mitfühlen. Und ich fand es einfach wunderschön, wirklich. Ihr müsst aufpassen, das ist kein typisches Romance-Buch, wo man am Ende ein Happy End hat und sie sind zusammen und was auch immer. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann nehmen sie noch heute. Nein, es ist halt wirklich Drama, Lügen, Intrigen, Fremdgehen, alles Mögliche. Aber ich liebe es wirklich. Das ist genau mein Shit. Und auch hier habe ich getappt und wirklich, Leute, ich habe schon wieder so perfekte Farben ausgesucht für das Cover. Man sieht es jetzt nicht so gut, aber ich habe genau dieses Beige getroffen, dieses hellblau, grün und rot. Und hier habe ich getappt einmal Magnolia, einmal BJ, einmal Favorite Quotes und einmal Funny Stuff. Und hier habe ich auch wirklich bei manchen Quotes auch Sachen hingeschrieben, also meine Gedanken dazu aufgeschrieben. Zum Beispiel hier habe ich was hingeschrieben. I just love how they hate each other, but don't. Dieses Buch hat mich wirklich mitgenommen. Ich habe auch geweint. Also sie haben auch so eine toxic Beziehung, aber ich liebe es einfach. 6 Sterne. Was soll ich sagen? This is my new Bible. Das hier ist mein neuer Character-Trait. Magnolia Parks und ich. So. Ich muss mich mal ein bisschen tiefer setzen, weil mein Fuß schon weh tut. Und dann, Leute, das letzte Buch für diesen Monat, was ich gelesen habe. Auch wieder auf Kindle Unlimited. Ich versuche gerade wirklich Kindle Unlimited mehr zu nutzen. Vor allem, weil ich ungern meine Bücher mitnehme, wenn ich unterwegs bin. Und dann lese ich lieber auf dem Kindle, wenn ich unterwegs bin. Und wenn ich zu Hause bin, halt im Buch. Ja, ist halt nur schwierig, wenn man dann halt 2 Bücher parallel liest. Das 4. und letzte Buch, was ich diesen Monat gelesen habe, ist Terms and Conditions by Lauren Asher. Ich habe das erste Dreamland Billionaires Buch auch schon gelesen gehabt. Ich meine, ich habe dem Buch 3 Sterne gegeben. Und dieses Buch hier, Leute, ich habe diesem Buch 1 Stern gegeben. Ich fand es so schlecht, wirklich. Ich weiß nicht, was Leute mit der Dreamland Billionaires Reihe haben, aber ich finde die so schlecht geschrieben. Es war langweilig. Der Typ war einfach nur ein Arschloch. Einfach nur ein Arschloch. Ich konnte nicht swoonen. Ich konnte das nicht verstehen, warum man den nice findet oder sowas. Das war einfach nur Arschloch-Behavior. Und dann, also wirklich das Größte, der größte Abfuck war, ich habe ein Kapitel gelesen aus ihrer Perspektive und habe ja Einblicke bekommen, wie sie sich verhält, wie er sich verhält. Das nächste Kapitel ist aus seiner Perspektive und die beiden verhalten sich komplett anders. Also wenn sie aktiv war, dann war sie immer so ganz insecure und war so am Sweaten und was auch immer. Und wenn seine Perspektive dran war, dann hat sie immer gekichert und gelacht und war so hi-hu. Also wisst ihr, was ich meine? Es war so null consistent. Es war einfach komplett immer random, wie die sich verhalten. So scheiße, wirklich. Es tut mir leid. Und auch generell diese ganzen, also die ganze Prämisse war einfach weird. Es geht halt bei der Dreamland Billionaires Reihe um ein Disneyland-Abklatsch und es gibt 3 Brüder und es gibt irgendwie im Erbe so eine Klausel für jeden der 3, dass sie eine bestimmte Sache machen müssen, um halt ihr Erbe anzutreten. Und an sich klingt es cool. Und von ihm in dem Buch war halt die Klausel, dass er heiraten muss und ein Kind bekommen muss. Sollte er einfach irgendeine random Frau heiraten, keine Ahnung. Die war dann aber ganz abgeschreckt von ihm. Und dann hat er seine Assistentin geheiratet. Die Dynamic war einfach weird. Sie hatte halt irgendwie so gar keine Freunde, auch wegen ihm und sowas, weil sie einfach nur am Hasseln, Hasseln, Hasseln war. Die einzigen süßen Sachen, die er gemacht haben, wurden dann immer erklärt mit, ja, wegen meiner Mutter. Okay, wenn du nur ein Good Guy bist, weil dich irgendwas an deine Mom erinnert, dann hast du ganz schöne Mommy-Issues. Bro. Nee, also, das war es einfach nicht. Und genau hier habe ich das Gefühl, das Worldbuilding ist halt gar nicht da. Es gibt nur irgendwie halt dieses Dreamland. Das wurde aber auch nur so ganz grob halt irgendwie. Die waren einmal kurz da. Ansonsten sind die halt zu Hause oder im Büro und sind auch irgendwie immer nur zu zweit. Also da ist gar keine Dynamik irgendwie mit anderen Leuten und sowas. So ein bisschen mit der Family, aber ganz ehrlich, das habe ich alles nicht abgekauft. Das war alles so boring, weird einfach. Also ja, I'm sorry, aber Lauren Asher, ich werde das nicht weiterlesen. Ich habe gehört, dass Love Redesign von Lauren Asher gut sein soll. Aber ich traue mich einfach nicht, es zu lesen jetzt, weil
dieses Buch mich so abgeschreckt hat und ich es so schlecht fand. Und das waren die Bücher, die ich im Januar gelesen habe. Was werde ich im Februar lesen? Alle fragen sich schon. Clara, erzähl uns endlich, was wirst du lesen? Und eine Sache, die ich bereits angefangen habe, ist dieser Brecher hier. A Court of Silver Flames. Ich bin jetzt schon so 200 Seiten into it. Und ich mag's. Ich mag's sehr, sehr, sehr gerne. Es könnte vielleicht sogar mein Lieblingsteil von Agatha werden, weil ich Nesta sehr mag. Also das Buch ist nicht aus der gleichen Perspektive geschrieben wie die ersten vier Bücher, beziehungsweise die ersten drei Bücher. Ich liebe sie einfach. Ich liebe sie. Ich sehe mich in ihr. Die Chemistry, der Spine. Also ich glaube, dieses Buch ist noch sehr, sehr vielversprechend. Ich meine, ich habe erst 200 Seiten von Sweden. 750. Und ich bin sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, wie es endet, weil Sarah J. Maas Bücher enden ja meistens sehr plot-twisty krass. Und ich weiß auch, dass noch ein weiterer Teil kommen soll. Deswegen... ich bin gespannt, aber bisher enjoy ich es sehr. Dann, was ich noch im Februar lesen möchte, weil Magnolia Park einfach so gut war, ist natürlich der zweite Teil, und zwar Daisy Hates. Ich habe gehört, man ist entweder ein Magnolia Park oder ein Daisy Hates Girlie, und bisher kann ich eigentlich mir nur vorstellen, dass ich ein Magnolia Park Girlie bin, aber who knows, was in diesem Buch hier noch auf mich wartet, weil ich liebe einfach, wie die Bücher geschrieben sind auch, ne? Ich habe auch gehört, dass manche Leute das gelesen haben und dann Magnolia angefangen haben zu haten. Ich hoffe nicht, weil ich würde nicht mehr klarkommen. Ich habe mir auch schon meine Buchtabs rausgesucht dafür. Wieder passend zum Cover. Ich freue mich schon sehr, das zu lesen. Ich habe richtig, richtig Bock da drauf. Dann werde ich, glaube ich, nichts mehr von meinem Physical TBR lesen, sondern werde einmal auf Kindle Unlimited die Twisted-Reihe anfangen. Hoffentlich, vielleicht. Ich meine, ich nehme mir echt viel vor. Das ist ein ganz schöner Brecher und der Monat ist gar nicht so lang. Aber die Twisted-Reihe auf Kindle Unlimited würde ich gerne anfangen. Und... es gibt noch einen Buch-Release diesen Monat, den ich auch lesen möchte. Und zwar ist es von Ellie Hazelwood, Bright. Das ist ihr erster Fantasy-Roman. Und ich habe noch nie ein Ellie Hazelwood-Buch gelesen, ja. Ich weiß, dass ihre Women in STEM Romances-Bücher komplett abgegangen sind. Also Love on the Brain, The Love Hypothesis. Love Theoretically. Ich glaube, das sind die drei. Und dieses Jahr kommt noch Not in Love raus. Das ist auch ein Women in STEM Buch. Darum soll es jetzt aber gar nicht gehen, sondern um Bright, was ein Fantasy, ich glaube Vampir-Werwolf-Roman sein soll. And I'm intrigued. Ich habe richtig Bock da drauf. Und wenn ich das gut finde, dann werde ich definitiv auch alle drei Women in STEM Bücher noch von ihr kaufen. Ich denke, das ist alles, was ich mir vornehmen werde für diesen Monat, beziehungsweise was auf meinem TBR sein wird. Also A Court of Silver Flames, Daisy Hates, Bright und Twisted Love. Und ich glaube, dass alle Bücher richtig gut werden diesen Monat. Ich habe irgendwie ein richtig gutes Gefühl. Okay, meine Lieben. Ich hoffe, wir sind jetzt alle gemeinsam gut in den Februar gestartet. Sagt mir gerne wie immer in den Kommentaren, was eure Pläne für diesen Monat sind. Ob ihr schon irgendeins dieser Bücher gelesen habt, die ich gerade gelesen habe oder lesen möchte noch im Februar. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und lasst gerne ein Abo da. Wenn ihr mehr von Cozy and Productive Habits, Girly Lifestyle sehen wollt. Wir sehen uns, meine Lieben. Bye, bye.